sammelt's her ein, all die kühnen Weiber. Ihr brennendes Elend finden sie hier. Theater TV auf ITV Coburg wird präsentiert von Syk Dacor. Ein junges Team führt mit Penthesilea ein altes Werk von Heinrich von Kleist in der Reithalle auf. Benjamin Hübner, langjähriges Ensemblemitglied des Landestheaters, gibt mit dieser Inszenierung sein Regiedebüt. Das habe ich mir ausgesucht, weil ich mich verliebt habe ein wenig in Penthesilea während meiner Zeit als Schauspielstudent in Hamburg. Da lief das mit Susanne Wolf als Penthesilea und am Thalia-Theater. Und da habe ich mich in Penthesilea, aber auch in Kleist als Autor ein wenig verguckt. Und es war eigentlich seitdem mein Wunsch, das irgendwann mal selber zu inszenieren. Ich beschwöre dich. Lass mich! Ich will zu meiner Füße Staub ihn sehen. Den Penthesilea ist die Königin der Amazonen, einem Kriegerinnenvolk, das auf der Seite der Trojaner gegen die Griechen kämpft. In diesem Frauenstaat ist Liebe verboten. Die Amazonen dürfen nur für die Fortpflanzung mit Männern zusammen sein. Ausgerechnet Penthesilea verstößt gegen diese Regel und lässt sich mit dem griechischen Helden Achill ein. Damit nimmt ein intensives Spiel seinen Lauf. Ich hatte das Glück, dass der Regisseur Benny schon eine sehr genaue Vorstellung hatte. Und ich lese sehr viele Fantasy-Bücher und ich habe mir immer so gesagt, okay, das ist eine Amazone, Amazone-Kriegerin. Es muss irgendwie etwas sein, das ein bisschen verrückt von dem ist, was wir heutzutage normal kennen. Und dann habe ich versucht, irgendwie in dieses kriegerische Gefühl erstmal zu kommen und dann aus dieser Sicht einen Schmerz oder ein Leiden zu entwickeln, weil das ja anders ist als wir hier in der normalen Welt. Die überwältigende Sprache, das emotionale Spiel, die Momente zwischen Traum und Wirklichkeit werden durch die Musik intensiviert. Pianist Thorsten Knoll verstärkt mit seiner Komposition das Spiel der Figuren. In dem Fall musste ich, glaube ich, darauf achten, dass ich sehr bei mir bleibe, also weil diese Vorgabe sozusagen von Kleist so gewaltig ist in ihrer Kunstfertigkeit, in ihrer Mächtigkeit, dass es vergeben wäre und auch gar nicht möglich wäre, dem quasi nachzueifern oder zu versuchen, da ranzukommen. Das heißt, das Einzige, was ich als Künstler, Musiker in dem Fall machen kann, der selbst etwas dazu gibt, ist zu versuchen, so nah wie möglich bei mir und den Dingen zu bleiben, die es in mir auslöst. Penthesilea zeigt Liebe, Hass, Gewalt, Begehren und Wahnsinn. Die kochenden Leidenschaften und brodelnden Emotionen sind bis Ende Juni in der Reithalle erlebbar. Ich dich doch.